Wer mal eine Putenkeule mit Niedergarverfahren im Ofen gemacht hat, der weiß, dass sie am Ende ziemlich trocken sein kann. Aber es gibt Tricks, das zu verhindern. Und am Ende kommt eine knusprige Putenkeule raus mit saftigem und zartem Fleisch. Ich verrate euch in diesem Video, wie sie gemacht wird. Bei uns gab es dazu noch Kartoffeln und Bohnen und eine leckere Soße. Mehr braucht es dazu nicht. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten laufen hier gerade wieder durch, aber wie immer der Hinweis, alle Zutaten können unter diesem Video nachgelesen werden. Und wie man lesen kann, ist natürlich auch wieder meine Gemüsebrühepaste und mein Knoblauchmus dabei. Hier oben geht's zum Link zu meiner selbstgemachten Gemüsebrühepaste. Als erstes wird die Putenkeule abgewaschen, gut trocken getupft. Und jetzt kommt schon der erste Trick, wie ihr das Austrocknen der Putenkeule verhindern könnt. Mit einem scharfen Messer wird jetzt die Haut mehrfach eingeschnitten, sodass kleine Taschen entstehen. In die so entstandenen Taschen unter der Haut wird jetzt kühlschrankkalte Butter gesteckt. Kühlschrankkalt nur deswegen, damit sie besser verarbeitet werden kann. Das grob geschnittene Suppengrün und die Zwiebel kommen als Basis unten in den Bräter und obendrauf die Keule. Jetzt noch den Geflügelfond oder die Geflügelbrühe dazu und dann ab damit in den Ofen. Hier bleibt sie zunächst für 4 Stunden bei 95 Grad Umluft. Inzwischen wird aus der Gemüsebrühepaste eine kräftige Gemüsebrühe gemacht. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ist noch ein weiterer Liter Brühe vonnöten, wenn im Bräter unten doch bereits schon schöner Geflügelfond drin ist. Das ist bereits ein weiterer kleiner Trick. Die Ofentür sollte nämlich nicht so lange offen bleiben, da der Ofen jetzt sehr schnell auskühlen kann. Wenn man jetzt anfangen würde, den Fond von unten löffelweise über die Putenkeule zu träufeln, dauert das viel Zeit. Nach 3,5 Stunden hat die Putenkeule eine Kerntemperatur von ungefähr 60 Grad erreicht. Jetzt wird der Bräter kurz aus dem Ofen geholt, Ofentür wieder schließen und dann wird die Putenkeule mit Baconscheiben belegt. Und das ist bereits ein weiterer Trick. Damit verhindert ihr nämlich ebenfalls, dass die Putenkeule trocken wird. Denn sie muss jetzt für weitere 1,5 Stunden noch in den Ofen. Außerdem tragen die Baconscheiben zu einem ganz tollen Aroma bei. Dann wieder rein in den Ofen und bei gleicher Temperatur eine weitere Stunde garen. In der Zwischenzeit können schon mal die Bohnen zubereitet werden. Eine halbe Stunde vor Garzeitende werden jetzt die Baconstreifen von der Putenkeule abgenommen und erstmal beiseite gelegt. Der Ofen wird jetzt auf 220 Grad erhitzt und dann kommt die Putenkeule nochmal für 30 Minuten in den Ofen. Wenn die Baconstreifen so weit abgekühlt sind, dass man sie anfassen kann, werden sie für die Soße in kleine Würfelchen geschnitten. Die Putenkeule hat jetzt eine Kerntemperatur von ca. 80 Grad erreicht und schaut mal, wie schön knusprig die Haut oben ist. Für die Soße wird jetzt der Bratenfond umgeschüttet und durch ein Sieb passiert. Zur Soße kommen jetzt noch Tomatenmark, Knoblauchmus und die Sahne hinzu. Und dann wird die Soße mit einem Stabmixer schön sämig püriert. Die Putenkeule selber durfte jetzt noch einmal 15 Minuten lang ruhen und dann wenden wir uns ihr mal zu und schneiden sie. Und jetzt schaut euch mal dieses Prachtstück an. Ich finde, sie ist gut gelungen. Am besten kann man sie schneiden, wenn sie erstmal am Gelenk geteilt wird. Jetzt noch in schöne Tranchen schneiden, im Übrigen daher kommt auch das Wort tranchieren, und dann kann alles angerichtet werden. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.